Moin liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge LS19 NF Marsch. Heute haben wir die Gewinnspielauflösung. Ja, heute gibt es hier das Gewinnspiel. Dazu machen wir gleich einen Online-Generator. Eine Sache, ich werde jetzt den Online-Generator mal eben raussuchen. Jetzt dürft ihr mit dem Trichter mitfahren hier. Oh, ist auch gleich voll. So. Ich habe jetzt vergessen rauszusuchen, ist mir gerade eingefallen. So, ich gebe jetzt gerade die Namen ein, Leute, und dann sollte es auch funktionieren. Ich hoffe zumindest, ob es funktioniert, keine Ahnung. Ich habe mich vergessen zu machen, das ist ein bisschen belastend. Da, Gewinnspiel. Warum habe ich auf die Anzeige geklickt, ich Dummkopf. Einmal das hier. Kann ich nicht irgendwie den Namen kopieren? Ich muss gerade die Sachen auf dem Bildschirm teilen. Ich bin super vorbereitet. Alle Comments ganz unten. Ja, also mal ja. Also mit ganz haben einmal der Hansek, DFRTWSX. Also was genau das heißt, I don't know. Dann haben wir den M4X und der Strich RDW, nicht Strich RDW, also Max LW wahrscheinlich. Dann haben wir Ultimate Luke. Dann haben wir als Teilnehmer Motto Paule. So, Motto Paule. Oh, das ist das voll. Sofort Trecher, ich mach grad Gewinnspiel eingeben, dann haben wir den BJ, also BJ. Dann haben wir damit noch mitgemacht, der Justin Riedel. So, und das war's. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute, genau, bei den Kommentaren, einer von uns mit Antwort. Passt das? Alles. Ah, boah, ist der clever. Das war mega clever, der Fahrer. Die Auflösung machen wir sofort, wenn wir abgeladen haben. Denn ich will ja ein bisschen Zeit rausziehen, das ist ja normal. Macht ja jeder YouTuber so. Also, machen wir es auch so. Der Gewinner. Wie kontaktiere ich ihn? Oder wer soll er mich kontaktieren? Er soll mich bitte auf Discord anschreiben, wenn er Discord hat. Und wenn nicht, soll er bitte unter diesem Video hier einen Kommentar schreiben. Dann werde ich mir überlegen, wie er mich kontaktieren kann. Oder weiß ich, ob das geht, irgendwie mit YouTube Privatmessages, war da irgendwas, muss mal gucken, wie das geht. Dann schreibe ich den Gewinner so mal an. Aber ansonsten soll mich der Gewinner, wie gesagt, wenn er kein per Discord anschreibt, das wäre für mich am einfachsten. Ja, wenn er kein Discord hat, wie gesagt, gucke ich mal, ob ich ihn anschreiben kann. Wir können mal gucken, wer von denen alles ein Abonnent ist. Wir machen jetzt nicht so, dass Abonnenten doppelt Nintendo haben. Kann ich auf dem Handy ja gucken. Auf dem Handy gibt es jetzt das neue Tool, dass man da sowas gehen kann, dann sieht er angezeigt, ob Abonnent oder nicht. Ja. Also. Boah, nicht so schnell. Sonst fall ich ins Loch. Genau. Aus der Ansicht fahren, dann sehe ich auch mehr. Kommentare. So. Ja, toll. Ich sag noch, wenn ich nicht so schnell fahre, fahre ich noch ins Loch und dann fall ich ins Loch. Also, der Hans ist Abonnent. Dann. Der MaxRDW ist kein Abonnent. Das ist traurig. Bitte abonnieren, wenn du es möchtest. Oder wenn ich dir gefallen, musst du nicht. Und mein Luke ist Abonnent. Motto Paule ist Abonnent. BJ, Abonnent. Und Justin Riedel ist kein Abonnent. Also ihr zwei, wenn ihr abonnieren wollt, würde mich freuen, wenn ihr abonniert. Ja, geil. Also Justin Riedel und M4XRDW, also MaxRDW, bitte abonnieren. Das wäre geil. Vielen Dank an der Stelle. Und noch an der Stelle danke an BJ, Moto Paule, Ultimate Luke und Hansek, den Nachhinein spricht, keine Ahnung, für ein Abo. Und ja, auch danke für deinen Kommentar, Hansek. Sehr nett, dass du weitermachen solltest. Noch viel Erfolg. Wünsche, das finde ich geil. Mit Trichschimmel. Ja, das kriege ich hin. Easy. Trichschimmel rückwärts schieben mit noch einem anderen Hänger vor. Ist auch gar nicht kompliziert irgendwie. Oder habe ich nicht sogar Dings? Einen Kurs von hier zum Hof? Habe ich nicht.
So. Hey, Trichter, was nicht in der Frucht du stehst. Vor der Frucht, Kollege. So, wir machen jetzt die Auflösung. Und zwar, ich schiebe das mal auf meinen Bildschirm rüber und dann zeige ich euch meinen Bildschirm. So, ihr seht jetzt mein Bildschirm. Hier, passt. Perfekt. So. Also, Abonnent, 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 Abonnent. Man ist nicht so bei diesem Gewinnspiel, dass Abonnenten mehr kriegen. Das wäre jetzt nämlich ein bisschen unfair, ich habe es hier, glaube ich, nicht genau gesagt. Wenn wir das jetzt auflösen und Moto Paula hat gewonnen. Moto Paula, bitte anschreiben, denn du hast das Gewinnspiel gewonnen. Wenn du mich nicht anschreibst, bis das Video kommt sonntags raus, am zweiten Advent, übrigens einen schönen zweiten Advent wünsche ich euch, bis Mittwoch, würde ich sagen. Wenn du mich bis Mittwoch nicht anschreibst, verlose ich das Gewinnspiel weiter an die nächste Person, die anschreibt. Aber ja, ich wünsche dir viel Glück, dass du anschreibst und ich hoffe, du siehst das Video. Ich will auch die, oder vielleicht schreibe ich noch selbst, mal gucken. Ich bin auch unsicher, wie ich das machen soll. Ich bin halt echt unsicher, weil das erste Gewinnspiel ist fast so richtig jetzt durchgelaufen. Ich hatte auch welche mal gehabt, die habe ich dann halt nicht mehr gemacht, weil einfach keiner mitgemacht hat. Aber naja, wenn ihr Bock habt, das Projekt übrigens live zu sehen. Weil es gibt auch Tage, da streame ich das Projekt. Zum Beispiel jetzt den heutigen Sonntag bin ich abends noch am Stream auf diesem Projekt, wenn alles gut geht. Sven ist natürlich eine berechtigte Sache, da es nicht alles gut gehen kann. Da zum Beispiel am Samstagabend wollte ich eigentlich schon aufnehmen und streamen, aber da ist mein PC Bock auf mich gehabt. Und den Freitag habe ich Ellerbach aufgenommen. Doch danach war ich so müde, habe keinen Bock mehr gehabt. Und ja, deswegen kam auch jetzt die Wochen nicht so viel. Denn ich Ellerbach Geiselsberg aufgenommen. War ein Grund, warum die Wochen nicht so viel kamen. Ui, muss rein. Passt. Das hier läuft perfekt. Da sieht man gar nicht, kann man hier schön verstecken drin. Und auch aufgeladen, perfekt. Muss man hier hin. Und mal wieder eine Runde. Und hier oben tauschen wir wieder um. Gut, das Gewicht ist aufgelöst. Und ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen zweiten Advent. Und hoffe, dass ihr schön die Adventszeit verbringt. Ohne krank zu sein, weil ich war auch noch den Freitagabend ein bisschen erkältet. Ja, da ein bisschen Halsschmerzen. Am Samstagabend hatte ich noch mal ein bisschen Bauchschmerzen, also deswegen habe ich auch gar keinen Bock, mich hinzusetzen. Ich lag im flachen Bett. Danach hockte ich vor der Kloschüssel, das war nicht so geil. Naja, ich will darauf eingehen, bitte. Ja, was war noch? Und zwar eigentlich nichts wirklich, spontan, nichts wirklich. Moralisches die Woche, was halt mich von. Ja, doch, zeitlich halt. War nicht viel. Unter der Woche war keine Zeit auch zum Aufnehmen. Aber die nächste Folge davon wird schon gestreamt worden sein. Wenn ihr das Video seht. Mich vor zu streamen gleich. Also schmeiß den Stream gleich, wenn ich die Folge aufgenommen habe, an. Danach lande ich die Folge nämlich heute Abend hoch irgendwann, wenn es dunkel wird. Ja, dunkel wird. Wir haben es draußen dunkel, ich sehe schon nichts mehr draußen. Aber wenn ich. Ach, scheiße, wenn ich das weiß. Ist schöner. So, und abladen. Kackerballe. Zumachen. Und weiter geht's. Gut, nichts stehen geblieben. Und rum. Die Kiste. So rumdrücken. Ja, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Oh, 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 oh. Weil ich gar nicht weiß, ob ich das hier wirklich weiter streame heute. Ich bin gerade echt. Hab mich vorhin gesagt zu Jakob. Ich will meinen Map bei der Bonus gerade eingefallen. Wo ich nämlich gesehen habe, Jakob für die LS, weil er nämlich am Modden. Ich kann gar nicht meine Map weiterbauen. Ja, gut. Meine Map wollte ich nämlich weiterbauen. Ich bin mal fertig fett damit. Eigentlich soll ja zu Weihnachten rauskommen, aber ich glaube, das wird doch nichts mehr leider. Da ich es zeitlich leider nicht hinbekomme. Bis Weihnachten fertig zu machen. Ich will so viele in die Ohren ab für Klassenarbeit. Ich habe heute, also Sonntag, 3 Stunden gelernt und Hausaufgaben gemacht. Ich bin noch nicht fertig. Ich müsste noch weitermachen, aber ich habe keinen Bock mehr. Wie gesagt, lasse ich jetzt sein. Aber das mache, was ich morgen brauche, aber ich muss halt noch weiter lernen, theoretisch. Englisch habe ich noch gar nicht gelernt. Nur Hausaufgaben in Englisch gemacht. Deutsch habe ich heute ganz viel gemacht. Aber das war zu viel. Es war einfach zu viel. Falls man gerade hier raus ist, habe ich keinen Bock, dass ich hier mit dem Weg legen muss.
beim Fahren abgeladen. Das ist ein Profi. Jetzt wieder zumachen. Und dann geht's direkt weiter. Muss man nicht mal anhalten, wirklich. Ich kann auch eine Runde fahren. Ich würde gerne, dass der Helfer hier fährt, aber der Helfer geht das, kann das nicht. Und CP, glaube ich, geht auch nicht, hier mitzufahren. Ich weiß nicht, wie ich den Kurs hierfür einrichten sollte. Und wir müssen noch die Pappeln an. Und ihr seht ja übrigens, das Zeug wächst nach. Also, wir können, glaube ich, dann dreimal ernten. Und die Zuckerrohr will ich noch ansetzen. Und den Zuckerrohr werde ich gleich auch dann nutzen. Also gleich irgendwann. Wenn ich mit irgendeiner Maschine frei habe. Weil den Drescher halt laufen lassen, dass der Drescher Geld reinfährt. Was sinnvoll ist, weiß ich nicht, weil der steht auf jeden Fall da hinten abgesetzt, mit den Hängern. Und ja. Der hier ist halt hier mit abgesetzt und der da hinten, der ist halt zu schwach für die Dings zu ziehen, für den Grubber zu ziehen. Deshalb ist da ein bisschen doof jetzt gelaufen. Und die Mission ist auch schnell fertig. Bitte nicht drauf freuen, bitte nicht. Ah, komm schon. Den Ball wegschieben. Schieb, 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 schieb. Und ein paar Prozent habe, dann kann ich ihn wegholen. Und jetzt kann ich meinen Feuerwein abladen. Ihr macht das, das ist top. So, mit dir, falls ich jetzt gerade die zwei Ballen erholen. Ich weiß doch gar nicht, wie viele Ballen überhaupt hier rauskommen. Ich wollte eigentlich zählen, aber ich habe es noch nicht mehr gezählt. Traurig. Also ich habe auch gespult, wie ihr seht. Ich bin jetzt richtig planlos irgendwie in die Folge reingegangen. Ich hätte ein bisschen planvoller reingehen sollen. Im Nachhinein, aber naja. Ich habe die Wurzelstörung ausgemacht, dass ich eben sowas hier machen kann, weil wenn ich jetzt hier fahre, fahre ich alles platt. Und da fahre ich alles platt. Deswegen, da komm, mach's so aus. Doch. Wieder rüber drehen, das Ding. Nicht zu weit schon, sonst fällt wieder Wasser rein. Jetzt rüber und rein in die Bahn. Wir sind jetzt gerade wieder fällt die Hälfte angelangt. Och nein. Also das dauert noch, Leute. Kann ich irgendwie einen CP-Kurs verstellen? Richtig. Entfernen? Ja. Kurzaufzeichnung. Feldarbeit. Kursgenerierung. Feld 20. Dass das Ding hinterher fährt. Mal funktioniert. Ich bin mal gespannt. Das wird nachher stehen, da fahren wir halt selbst noch weg. Weil es ist nicht realistisch, ich weiß. Und jetzt noch, was überhaupt funktionieren würde, weil es dann funktioniert noch, wenn es sechsmal mit CP an sein, die Pappeln. Ach ja, müssen wir mal ansehen, haben wir. Da können wir gerade mal Global Company gucken, ob das jetzt läuft. Oh, fehlt auch nicht. Sind noch drin, das ist traurig. Wir haben schon wieder 110.000 Liter Pellets, also das läuft. Da kommt einiges bei zusammen. Wir nehmen das halt mal eben hinter. Und dann gehen die Kacke hier. Die Kacke hier. Genau, hier holen die Kacke hier. Aus, beziehungsweise ich bin überlegen, ob es nicht sogar Sinn. Die Pappeln hier. Oh, shit. Ob es nicht sogar Sinn macht, vielleicht noch einen Trigger zu kaufen. Bevor wir uns die Zuckerrohrsachen begeben.
Ich find's spannend, ich bin nicht gespannt, ob es wirklich hinbekommt, mal abladen. Die Reihe fällt zum Beispiel gar nicht, aber die fällt auch nicht wirklich, aber das ist, ist mir egal. Na, ob die überhaupt hinkriegt. Oh, oh, oh. Ich muss die Klappe zwar früher wieder zumachen, der Kollege, aber groß und ganz wird er es hinbekommen. Wir können hier theoretisch hinterherfahren lassen mit Versatz auf 6 km/h und die beiden einsammeln. Man kann hier drehen. Ohne festhängen zu bleiben, danke. Die Rest der Reihe machen wir nachher noch selbst weg. Follow me hätte, würde ich sagen, ich lasse ihn mit Follow me hinterherfahren. Versatz. Nein, 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 nein. Wenn du festhängst, gibt es Ärger. Du fährst. Wenigstens. So, wir können ja mal gucken, was wir so für Dings schon mal brauchen, so für Zuckerrohrtechnik. Die Maschine ist halt sehr, sehr klein. Eigentlich hier sind 2 Meter, ist doppelt so schnell. Braucht 100 PS, lädt mich mal. Ne, braucht 100 PS. Ich überlege ja sogar wirklich, was sowas jetzt nehmen, ob wir uns wirklich eine Maschine mieten wollen. Ob wir jetzt hier 2200 bezahlen oder ob wir eine große Maschine mehr zahlen, ist egal. Ich glaube, Zuckerrohrsachen mieten wir uns halt wirklich und dann auch mit Zuckerrohren Mass und tun dann wieder. Dings hier mit dann ernten und dann hier das, was wir damit geerntet haben, halt dann verkaufen erzeug. Ja, nicht verkaufen, dann Zuckerproduktion. Zuckerproduktion kostet, kostet. Wo ist die Zuckerproduktion? Da kommt in die Kacke. Die Zuckerproduktion würde kosten 485.000, also es geht noch. Wetten haben wir noch ein paar und Ballenlager. Das wollte ich irgendwann mal machen, Ballen hier zu produzieren. Weil ich halt auch so Sachen wie Stroh und ja, Stroh vor allem halt den Quaderbein pressen wollte. Um es halt zu lagern. Kann ich irgendwas noch raus? Rübsch ist oder so? Nee, schade. Sägewerk. So. Weil sogar mit ganz viel von dem Zeug können wir halt richtig gut Geld machen, denke ich mal. Oh. Ich wurde mal festgefahren. Kollege? Also nicht abgesprochen mit deinem Papa. So, jetzt hier rum. Komm. Ich will in den Kram runterkommen. Wenn ich weg habe, willst du mich jetzt hier richtig runterdrücken. Mit einem Reifen auf den Boden komme. Ja. Geht doch. So rein in den Kram und dann so aus dem Kram rausfahren. Das ist, was man machen kann. Bisschen Schwung. Geht das auch. Ganz easy. Und Abfahrt einstellen. Ach, ganz da hinten kommt der Lexion an. So, Abfahrer einstellen. Halt da drin ab. Ach, nee, oder? Genie. Also das funktioniert echt eigentlich gar nicht. Das lassen wir jetzt sein. Das läuft nicht gut. Machen wir selbst weiter. Ich habe eigentlich keine Lust zu mehr, aber naja. Da müssen wir jetzt wirklich ein Pappelding kaufen. Wir haben keinen Träger zum Abfahren. Aber wir hätten den Träger zum Abfahren mit einem Kipper. Macht das so viel Sinn?
Zweifel, ob es Sinn macht, sich hier für einen Pappelhäcksler zu mieten, einen Häcksler zu mieten. Um das hier gerade wegzuhäckseln. Das sind meine Zweifel dran. Was kostet denn so ein Häcksler? Wo hier kostet es in der Miete? Uff. Naja, lass ich mal so fahren. Also, habe ich jetzt gerade Helfer gedrückt? Nee, Tempomat habe ich gedrückt. Scheiße, ich habe Helfer gedrückt. Jetzt mit Helfer, aber, oder? Gefällt mir. Mist. Naja, Leute, ich mache das jetzt fertig und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut gerne nächste Folge vorbei. Da werden wir dann, keine Ahnung, was machen. Ich denke mal, wir werden hier noch weiter pressen, also Ballen sammeln. Beziehungsweise ein bisschen Pellets verkaufen. Oder, ich weiß es noch nicht. Wir sehen uns dann wieder. Mach's gut, bis dann und Abo nicht vergessen. Ciao, ciao.